Unglaubliche Mengen an Plastik hat die Menschheit inzwischen produziert und ein großer Teil davon gelangt in die Ozeane. Besonders ominös ist Mikroplastik, kleinste Plastikpartikel, die praktisch überall zu finden sind. Wie sich Mikroplastik auf die Tierwelt auswirkt, ist dabei noch gar nicht hinreichend erforscht. Unsere Expedition führt uns diesmal nach Kiel, ans GeoMar, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Doktorandin Thea Hamm erforscht dort die Auswirkungen von Mikroplastik auf Miesmuscheln, die ein zentrales Element des Ökosystems Ostsee sind. Wir erfahren nicht nur von den Ergebnissen und von dem wissenschaftlichen Vorgehen, sondern auch, warum Frau Hamm sich für Umweltgifte interessiert und wieso sie auf lange Sicht der Forschung den Rücken kehren will. Willkommen zur Expedition in die Forschung. Mit diesem Podcast ziehen wir aus in die Welt der Wissenschaft, um mehr über aktuelle Forschungsergebnisse, die Forschenden dahinter und das wissenschaftliche Arbeiten herauszufinden. Dazu präsentieren wir euch zunächst drei aktuelle Meldungen. Euer Feedback hilft uns dann, die Feature Story für eine der kommenden Folgen auszuwählen. Die Feature Story für diese Folge habe ich vorhin schon angekündigt. In den Meldungen geht es um Artenschutz von Menschenaffen, den Magnetsinn von Vögeln und ein erstaunliches Gerät, mit dem sich Trinkwasser ohne Energieaufwand aus der Luft holen lässt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch in eurem Podcatcher, auf Spotify oder auf YouTube. Mehr Infos und Transkripte der Folgen findet ihr auf unserer Homepage expeditionindieforschung.de. Ich bin Dennis Eckmeier und mein Co-Moderator ist mein alter Freund, Studienkollege und Game Master, Bart Görten. Hallo. Wir sind Diplombiologen mit Doktortiteln in Neurobiologie. Bart forscht als Postdoc an der Uni Göttingen und ich bin nach einigen Jahren als Postdoc freier Wissenschaftskommunikator geworden. Dennis postet immer wieder Wissenschaftsnachrichten als kurze Videos in den sozialen Medien. Für die Meldungen aus der Forschung wählen wir dann drei der beliebtesten Nachrichten aus, um sie euch hier vorzustellen. Los geht's. Menschenaffen geht der Platz aus. Klimawandel und Bevölkerungswachstum schränken die Lebensräume der teils kritisch vom Aussterben bedrohten Schimpansen, Bonobos und Gorillas zunehmend ein. Eine internationale Forschergruppe hat berechnet, worauf sich die Schutzorganisationen und Regierungen der Region einstellen müssen. Die Forschungsteams aus Afrika, Nordamerika und Europa, darunter Forschende des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung, des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und der Universität Halle-Wittenberg, trugen eine große Anzahl veröffentlichter Daten zu den Beständen der Menschenaffen und den Vorgängen in den betroffenen Regionen zusammen. Mithilfe dieser Daten stellten sie eine Reihe von Modellrechnungen an, wie sich die Verbreitungsgebiete der Tiere in den nächsten 30 Jahren, also bis 2050, verändern werden. Ihre Prognose ist wenig erfreulich. Selbst wenn eine Reduktion des weltweiten CO2-Ausstoßes sofort einsetzen würde, werden die Menschenaffen voraussichtlich etwa 85% ihrer derzeit bewohnten Lebensräume verlieren. Schlimmstenfalls könnten bis zu 94% des Lebensraums verloren gehen. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass neue Gebiete im Hochland für Menschenaffen bewohnbar werden könnten. Ob die notwendigen Ökosysteme und auch die Menschenaffen selbst sich schnell genug in dieser Region ausbreiten können, ist ungewiss. Wanderbewegung und genetischer Austausch zwischen den Gruppen können zusätzlich durch das Zurückziehen der Lebensräume in höhere Lagen erschwert werden. Denn bisher zusammenhängende Lebensräume würden teils voneinander getrennt. Die Forscher empfehlen dringend, dass ihre Erkenntnisse in die Planung neuer, größerer Schutzgebiete, aber vor allem auch von neuen Straßen und Wohn- und Agrargebieten berücksichtigt werden, sodass zum Beispiel Korridore bestehen bleiben, die den einzelnen Menschenaffengruppen die Wanderung ermöglichen. Ja, das sind echt keine guten Nachrichten. Nee, was kann man da auch nur machen? Ich meine, der Klimawandel findet statt. Die Menschen werden wohl auch noch eine Weile mehr werden. Und irgendwie muss man das mit dem Überleben der Menschenaffen vereinbar machen. Aber etwas, was wir jetzt hier ausgelassen haben, was aber auch so angedeutet war in dem Paper und wo ich dann auch neulich eine Meldung zugesehen habe, das war, dass die Menschenaffen sich dann auch häufiger gegenseitig über den Weg laufen. Die sind ja sehr territorial und vor allem die Schimpansen sind super aggressiv und dann gehen die aufeinander los. Dezimieren dabei auch noch zusätzlich die Population der Tiere, oder wie? Ja, genau. Ich habe eine Meldung gesehen, das war wohl das erste Mal, dass so etwas dokumentiert wurde. Und da ist eine Gorilla-Familie auf eine Schimpansenhorde gestoßen. Und die Schimpansen haben angegriffen und zwei der jungen Gorillas haben das nicht überlebt.
Kommen wir zu fröhlicheren Meldungen. Der Quantenmagnetsinn im Vogelauge. Der Magnetsinn von Wirbeltieren ist eines der vielleicht kuriosesten Rätsel in der Tierforschung. Zwar weiß man schon seit langem, dass Vögel einen solchen Sinn besitzen, doch wo er sitzt und wie er funktioniert, bleibt unklar. Nun könnte die Forschung einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht haben. Kryptochrome sind Proteine in der Retina von Vögeln, die auf Licht reagieren. Deren genaue Funktion kennen wir aber nicht. Seit einiger Zeit vermutet man, dass sie am Magnetsinn beteiligt sein könnten. Die Idee? Der Winkel, in dem Kryptochrom 4 zum Erdmagnetfeld liegt, könnte dessen chemische Eigenschaften verändern. Also statt sich mechanisch wie eine Kompassnadel auszurichten, könnte es sich um eine Art chemischen Kompass handeln. Ein großes Team aus ForscherInnen in England, Deutschland, den USA und China hat darum mit großem Aufwand geprüft, ob Kryptochrom 4 tatsächlich die vorhergesagten magnetischen Eigenschaften besitzt. Dazu isolierte Erstautorin Qingqing Zhu von der Universität Oldenburg das Gen, das in Rotkehlchen die Bauanleitung für Kryptochrom 4 darstellt. Dann stellten sie verschiedene Varianten des Gens her und brachten diese in Bakterien ein. Die Bakterien stellten dann größere Mengen der unterschiedlichen Varianten von Kryptochrom 4 her. ForscherInnen in Oxford verwendeten eine Reihe modernster Messverfahren wie Magnetresonanzmessungen und neue Methoden der Spektroskopie, um die Empfindlichkeit der verschiedenen Kryptochrom 4-Varianten für Magnetfelder zu messen. Sie konnten die magnetischen Eigenschaften von Kryptochrom 4 nachweisen, darüber hinaus bestätigten sie quantenmechanische Berechnungen weiterer Forscher in Oxford und Oldenburg. Diese hatten vorausgesagt, welche der 527 Bauteile des Proteins für diese besonderen Eigenschaften verantwortlich sind. Außerdem zeigten sich die Kryptochrom 4-Versionen von Vögeln, die keine größeren Reisen machen, als weniger magnetisch aktiv. Kryptochrom 4 könnte also prinzipiell tatsächlich als der chemische Kompass für den Magnetsinn von Rotkehlchen dienen. Der abschließende Beweis fehlt aber noch. Ja, ich fand das total spannend, weil ich meine, wann hat man das schon mal, dass jemand hingeht und wirklich quantenmechanische Berechnungen anstellt? Das hat überhaupt nichts mit den ganzen Vögeln da drin zu tun. Wer es bis hier noch nicht bemerkt hat, der Herr Eckmeier hat ein Faible für Vögel. Ich finde die Tiere halt physiologisch sehr interessant. Ich finde, wir sollten viel mehr Themen über Insekten haben. Die sind viel cooler. Wir hatten auch ein paar Insekten schon. Das einzige Mal, dass wir Insekten hatten, da sterben die an Glyphosat. Aber hier die coolen Vögel mit ihrem Magnetsinn. Danke, Dennis. Na gut, nächstes Mal mache ich was mit Ameisen. Aber tatsächlich finde ich das wirklich beeindruckend, von der Quantenebene bis ins Verhalten ein Thema begleiten zu können. Trinkwasser aus der Luft. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen gesicherten regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Eine Arbeitsgruppe in Zürich entwickelte nun einen Kondensator, der zu jeder Tageszeit Wasser aus der Luft gewinnen kann, ganz ohne Energieaufwand. Abseits von Gewässern und Grundwasserreservoirs bleibt nur eine Wasserquelle, die Kondensation von Luftfeuchtigkeit. Warme Luft nimmt nämlich mehr Feuchtigkeit auf als kalte. Wenn man Luft also abkühlt, schlägt sich ein Teil der Luftfeuchtigkeit in Wassertropfen nieder. Das ist die Kondensation. Die sieht man zum Beispiel bei schwitzenden Getränkedosen. Wenn man sie aus dem Kühlschrank holt, kühlt sich die Luft an der Dose ab, die kalte Luft kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten und Wassertropfen entstehen an der Oberfläche der Dose. Für die Wassergewinnung brauchen wir also eine kühle Oberfläche, an der Wasser kondensieren kann. Um einen Gegenstand abzukühlen, kann man Energie aufwenden wie im Kühlschrank. Wenn man Energie sparen will, kann man sich den Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht zunutze machen, also im Prinzip Tau absammeln. Dann kann man aber nur nachts Wasser gewinnen. Die Schweizer Forschenden haben einen neuen Ansatz verfolgt. Sie entwickelten eine Platte, die sich selbst kühlt, ganz ohne Energieaufwand. Die Platte ist mit Silber beschichtet, wie ein Spiegel, und darüber mit einem besonderen Polymer, das Infrarotlicht in einer Wellenlänge abstrahlt, die von der Atmosphäre nicht wieder aufgenommen oder reflektiert wird. So kann die Platte Wärme optimal abstrahlen. Darüber hinaus umgaben sie die Platte mit einem kegelförmigen Strahlenschild. Der lässt die abgestrahlte Wärme entweichen und schirmt die Platte gleichzeitig von Umgebungswärme ab. So wird die Platte bis zu 10 Grad kühler als die Umgebung. Luftfeuchtigkeit kondensiert und tropft dank einer weiteren wasserabweisenden Schicht in einen Auffangbehälter. 53 Milliliter Wasser pro Quadratmeter und Stunde kann die Testanlage aus der Luft holen, also etwa 1,2 Liter am Tag. Das läge nahe am theoretischen Optimum. Die Forschenden hoffen, dass ihre Entwicklung aufgegriffen und in größeren Anlagen in Regionen mit Wassermangel umgesetzt wird. Ich frage mich immer, was mit unseren Hörern los ist. Entweder sind es Vögel
oder Hiobsbotschaften heute. Nein, grundsätzlich finde ich, das ist eine tolle Idee, Wasser auf diese Art und Weise zu gewinnen. Und in vielen Fällen, denke ich, ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, vor allen Dingen auch in Katastrophengebieten, schnell an Trinkwasser zu kommen. Ja, und ich finde so 1,2 Liter, das ist zwar nicht viel, aber das ist so an der Grenze zu dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, wenn du jetzt pro Person so einen Quadratmeter von dieser Platte hast, dann würden die auf jeden Fall nicht verdursten, die Leute. Und das war's auch schon wieder. Welche dieser Meldungen fandet ihr am spannendsten? Menschenaffen geht der Platz aus? Quantenmagneten im Vogelauge? Oder Trinkwasser aus der Luft? Lasst es uns wissen. Und jetzt gehen wir auf unsere Expedition in die Forschung. Plastik ist überall. Es ist in der Antarktis, in der Arktis, in den Tropen, es ist in der Küste, es ist auf dem offenen Ozean, es schwimmt oben auf der Oberfläche, es ist in der Wassersäule, es liegt unten auf dem Meeresgrund. Und nicht nur an der Küste, sondern auch in den Tiefseen. Das, finde ich, muss man sich einmal schon so auf der Zunge zergehen lassen. Und dabei ist Plastik nicht abbaubar. Das heißt, Plastik zerfällt in immer kleinere Teile, aber es löst sich nicht auf. Der zweite Punkt ist dann, wie viel Plastik ist das denn? Und das sind halt vor allem Hochrechnungen davon, wie viel Müll jedes Land so produziert, wie viel davon höchstwahrscheinlich im Meer landet, je nachdem, was für Müllaufkommen es gibt, was für Müllrecycling-Systeme ein Land hat und wie viel Küstenlinie. Laut Umweltbundesamt schätzt man, dass sich inzwischen bis zu 180 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen befinden. Das heißt, wenn du mir für jedes Kilo Plastik nur 1 Euro gibst, dann müssen dafür 3,7 Millionen Durchschnittsdeutsche ein Jahr lang arbeiten. Also zum Beispiel ganz Berlin. Ich wäre dann ungefähr so reich, dass ich auf die Idee kommen könnte, mich aus Spaß in einem Riesendildo ins Weltall schießen zu lassen. Und diese Mengen an Müll haben wir in relativ kurzer Zeit produziert. Die Massenproduktion an Plastik hat in den 50er Jahren begonnen. Und das heißt, wir haben das Ganze in 60 Jahren geschafft. Die Plastikproduktion ist über diese 60 Jahre hinweg natürlich ständig gestiegen. Und damit landen auch immer größere Mengen Plastik pro Jahr im Meer. Es gibt noch ein weiteres Paper, das ist schon von 2015. Die berechnen, dass zwischen 5 und 12 Millionen Tonnen jedes Jahr ins Meer gelangen. Ich glaube, der WWF hat das mal bildlich umgerechnet. Das ist so eine LKW-Ladung pro Minute. Ist schon ganz schön viel, was wir einfach an Müll täglich, minütlich ins Meer befördern. Und wo genau ist das Plastik denn jetzt im Meer? Es gibt viele Studien, die Plastik im Meer suchen oder in der Umwelt und das vergleichen mit den Hochrechnungen oder mit dem Müllaufkommen. Und 10% ist, glaube ich, nachweisbar oder man weiß, wo es ist. Und die restlichen 90% wissen wir gar nicht. Sie müssen irgendwo sein, aber wir wissen nicht genau wo. Also ist das in der Tiefsee? Wo in der Tiefsee? Ist es in der Wassersäule? Ist es angeschwemmt auf irgendwelchen Inseln, wo keiner lebt? Das wissen wir tatsächlich alles noch nicht. Aber wir wissen, es ist wirklich überall. Und in einigen Gebieten wird uns das Ausmaß sehr eindrucksvoll vorgeführt. Für meine Masterarbeit war ich in Indonesien ein halbes Jahr und war auch in der Bucht von Jakarta. Das ist eine gewaltig riesige Millionenstadt mit 17 Flüssen, die jede Menge Müll in die Bucht tragen. Und die Bucht ist voller wunderschöner kleiner Inseln, heißt Pulau Seribu, die 1000 Inseln. Und das sind Inseln mit ganz vielen Mangroven. Und das war Wahnsinn. Also diese Mangroven, die haben gewirkt wie Kämme. Ich habe da so ein Studentenpraktikum mit ein paar anderen indonesischen Studenten gemacht und wir sollten die Mangroven kartieren. Und die Wellen kommen, bringen Plastik mit und die ganzen Mangrovenwurzeln, das sind diese Wasserwurzeln, filtern wie ein Kamm, filtern das ganze Plastik aus und dann ist wirklich der komplette Boden mit Plastik bedeckt. Und da ist sonst nichts anderes mehr. Also nur noch Plastik, vor allem Flipflops. Das war Wahnsinn. Werde ich nie vergessen. Vor allem von größeren Plastikteilen wissen wir, dass sie sich ganz dramatisch auf die Tiere auswirken. Also viele Organismen fressen oder interagieren mit Plastik. Man kann auch mit Plastik negativ interagieren, ohne es zu fressen. Die Seevögel sind ein ganz großes Beispiel oder Schildkröten, Delfine, Wale, Haie, die in Geisternetzen sich verwickeln. Das sind verloren gegangene Fischernetze aus Plastik. Die Tiere verfangen sich und entweder verhungern sie oder sie ersticken.
weil sie nicht zum Atmen auftauchen können. Ganz viele Seevögel fressen Plastik, verwechseln das aktiv mit eigentlicher Nahrung. Und dann ist ihr Magen mit Plastik gefüllt, das sich weder verdauen noch ausscheiden lässt, weshalb sie verhungern. Allerdings muss man bei so Nachrichten auch etwas aufpassen. Manchmal suggerieren die etwas, was nicht stimmt. Ich erinnere mich immer an diesen einen, da habe ich mich allerdings gefragt, ob es wirklich am Plastik lag. Da haben sie einen toten Wal gefunden und ich meine, das Tier war 12 Tonnen oder so. Und die große Schlagzeile war dann, dass da 60 Kilo Plastik drin waren, was eine Menge Plastik ist. Ich weiß nur nicht, ob es beim 12-Tonnen-Tier so viel ausmacht. Ja, ich kenne diesen Berichter, das stimmt. Wenn man sich den Artikel meistens genau durchliest, steht da nie, dass sie am Plastik gestorben sind. Es steht nur, sie sind gestorben und es wurde Plastik im Magen gefunden. Und die Verbindung macht meistens der Leser. 2017, 18 im Januar sind ganz viele Pottwale in der Nordsee gestrandet. Genau, sind an der deutschen und niederländischen Nordseeküste gestrandet. Und wenn so große Meeressäuger stranden, die sterben an Herz-Kreislauf-Versagen, weil der Körper nicht dafür gemacht ist. Die ersticken einfach. Und daran sind die auch alle gestorben. Und einige davon hatten eben auch Plastik im Magen. Das heißt aber natürlich nicht, dass Plastik für Tiere gesund ist. Es gibt ein, zwei Berichte. Ich glaube, einen war in Spanien und einen in Indonesien. Die hatten auch sehr viel Plastik im Magen und die hatten schwere Magenhautentzündungen. Die sind jetzt auch nicht unbedingt daran gestorben, wurden aber halt geschwächt und dann krank. Große Tiere können also unterschiedlich von großen Plastikteilen betroffen sein. Und wie ist das jetzt im Kleinen? Großes Plastik zerbricht über die Zeit in sehr kleines und ist dann irgendwann Mikroplastik. Ab kleiner 5 mm sagt man Mikroplastik. Die 5 mm haben übrigens keine weitere Bedeutung. Es geht nur darum, dass man kleine von großen Teilchen kategorisch unterscheiden können will. Irgendwer hat sich das ausgedacht und die restlichen Wissenschaftler haben es übernommen, weil es praktisch ist. Wichtig zu verstehen ist auch, und das ist wieder so eine nicht ganz intuitive Sache, jedes Mal, wenn ein Teilchen in zwei Teilchen zerfällt, dann ist zwar insgesamt die gleiche Masse an Plastik im Wasser, aber die Konzentration verdoppelt sich. Die Konzentration ist nämlich die Anzahl an Teilchen in einer bestimmten Menge Wasser. Also erst hat man ein Teilchen im Wasser und dann zwei kleinere. Dann 4 und so weiter. Deshalb ist die Konzentration von kleinen Plastikteilchen viel größer als die Konzentration von großen Plastikteilchen. Was heißt das für uns? Wenn ich einen Plastikwürfel in ein Glas Wasser werfe und du nimmst einen Schluck, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass da irgendein Plastik in dem Schluck ist. Wenn ich den Würfel aber zu feinem Pulver zermahle und in dem Glas Wasser verteile, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Schluck Wasser auch Plastik trinkst, praktisch 100%. Je kleiner das Plastik wird, desto größer wird einmal die Wahrscheinlichkeit, dass es gefressen wird und desto mehr Tierarten können Plastik aufnehmen. Viele, viele, viele Tiere im Ozean sind Filtrierer, also sie filtern einfach Wasser und strudeln alles ein, ohne das erstmal jetzt zu unterscheiden und fressen das auf. Und wie sich das auf die Tiere auswirkt, weiß man noch gar nicht wirklich. Also viele Experimente sind einfach mit sehr hohen Konzentrationen gemacht worden und das über teilweise ein paar Stunden. Und eine Muschel wird 20, 30 Jahre alt oder eine Miesmuschel. Da sind 2 Stunden nicht. Es ist interessant, es ist natürlich auch eine wichtige Forschungsteil. Was für Effekte beobachtet man dabei, wenn diese hohen Konzentrationen ausgesetzt sind? Aber mich hat vor allem interessiert die ökologische Relevanz. Also in einem Szenario, das wir heute im Meer haben, wie sind Muscheln beeinflusst? Thea Hamm möchte also ein realistischeres Bild von den Auswirkungen von Mikroplastik auf die Tiere bekommen. Wie kam sie überhaupt dazu, sich diese Frage zu stellen? Biologie hat sie schon immer interessiert. Ich habe angefangen, molekulare Biowissenschaften in Heidelberg zu studieren. Mir war auch klar, dass ich Biologie studieren möchte. Das war immer mein Lieblingsfach. Ich habe immer viel Dokus geschaut, war viel draußen. Und besonders fasziniert hat sie dabei die Frage, wie die Natur so funktioniert. Während des Studiums kam sie dann zum ersten Mal mit der Erforschung von Giftstoffen in der Umwelt in Berührung.
Ich hatte einen Professor, der hat mich sehr geprägt. Wir hatten eine kleine Ausrichtung in Richtung Ökotoxikologie, Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt. Das fand ich spannend. Also Neuro fand ich auch sehr interessant. Im 5., 6. Semester ein Jahr nach Japan gegangen und habe in einem kognitiven Neuroscience Laboratory gearbeitet für ein Jahr. Hatte aber immer nebenher dieses mit Ökotoxikologie und auch in meiner Familie war Umweltschutz immer so ein großes Thema und dann fand ich das einfach am spannendsten, gerade auch mit dem teils schlechten Zustand unserer Umwelt. Was kann man dagegen tun? Wie könnte es so weit kommen? Das hat mich immer so am meisten umgetrieben. Und als ich dann aus Japan zurückkam, waren mir so zwei Sachen klar. Neuro ist es für mich nicht. Und ich möchte ans Meer, Meeresbiologie. Das hatte ich mich vorher nicht so richtig getraut, weil in Deutschland gibt es ja nicht so viel Meer und dann hatte ich mir Sorgen gemacht mit den Jobaussichten, aber nach dem Jahr war mir klar, nee, ich möchte Meeresbio machen und ich will weiter in Richtung Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt. Ich habe dann aber erstmal noch meinen Bachelor in Heidelberg fertig gemacht über Auswirkungen von Pestizidabbausubstanzen auf Zebrafischembryonen. Und dann bin ich nach Kiel gegangen, um dort Meeresbiologie zu studieren. Das war Master in biologische Ozeanographie. Bei der Wahl des Studienfachs spielte vor allem auch die Sorge um unsere Umwelt eine Rolle. Thea Hamm hat festgestellt, dass es an effektivem Umweltschutz mangelt. Und ich dachte erst, das ist, weil uns Wissen fehlt und wollte Teil von diesem Wissen schaffen werden, weswegen ich dann auch in der Forschung geblieben bin. Das war so mein Gefühl damals. Wir machen das so, wie wir es machen, weil wir nicht genug wissen. Wir düngen so viel und verwenden so viel Pestizide, weil wir wissen es nicht besser und wissen nicht so genau, was die Auswirkungen letztendlich sind. Und sobald wir uns eine klare Vorstellung davon haben, können wir das besser machen, als wir es momentan machen. Ich wage einmal zu behaupten, dass sehr viele Wissenschaftler annehmen, dass gut informierte Menschen automatisch auch bessere Entscheidungen treffen. Aus dieser Überzeugung hat Thea Hamm sich auch für die Forschung und eine Promotion auf dem Gebiet entschieden. Ich promoviere am GEOMA, also im Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, über ein Stipendium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und es geht um Effekte von Mikroplastik auf Miesmuscheln in der Ostsee. GEOMA steht für Marine Geowissenschaften. Dieses Fachgebiet beschäftigt sich mit den Vorgängen am Meeresboden, von der Oberfläche bis in Bereiche tief im Boden. Genauer betreibt man dort viel Klimaforschung, auch ein bisschen Tiefsee, Rohstoffabbau in der Tiefsee, Klimamodellierung, Ozeanversauerung, so Sauerstoffminimumzonen, die sich im Meer ausbreiten, was alles mit Klimawandel auch zusammenhängt und in der Ostsee auch mit Überdüngung. Und als Doktorandin ist sie dabei natürlich nicht allein, sondern hat einen Betreuer. Mark Lenz betreut meine Arbeit. Senior Scientist in der Arbeitsgruppe Experimentelle Ventosökologie. Er ist hauptsächlich Koordinator von einem internationalen Studentenaustauschprojekt, das heißt im GAME. Da habe ich meine Masterarbeit gemacht. So habe ich sozusagen meinen momentanen Supervisor kennengelernt und danach habe ich die Promotion angefangen. Um die Forschung durchführen zu können, hat Thea Hamm ein Stipendium von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erhalten. Nun will sie also die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Tierwelt erforschen, vor allem weil es dort noch nicht genug realistische Studien gibt. Sie hofft, dass dieses Wissen den Menschen helfen wird, die Wichtigkeit von Umweltschutz zu erkennen und bessere Entscheidungen zu treffen. Nun gibt es viele Tausend, wenn nicht sogar Millionen von Arten im Meer. Man muss sich also für eine bestimmte Tierart entscheiden. Die Wahl fiel auf die Miesmuschel. Warum? Ich bin ja in Kiel an der Ostseeküste und die Ostsee ist ein sehr spezielles Meer. Und dadurch, dass sie immer süßer wird, je mehr man in Richtung Osten geht und nicht sehr viele Tiere überleben diesen Salzstress. Und dadurch ist die Miesmuschel biomassetechnisch die Art, die am häufigsten in der Ostsee ist und auch eine der wichtigsten Arten. Also Miesmuscheln bilden riesige Bänke, richtige Muschelbänke, die ein ganz eigenes Habitat darstellen und auch eine Kinderstube und sind auch Futter für viele, also für Seesterne, für Krabben, für Seevögel. Sind die einmal Futter, sind eine Kinderstube, sie ändern auch Strömungsverhältnisse, sie klären das Wasser, also es ist deutlich klarer, wenn Miesmuscheln in der Nähe sind, ist das Wasser einfach viel klarer, weil sie das Mikroalgen rausfiltern. Und dadurch ist es eine
unglaublich wichtige Art in dem Ökosystem Ostsee. Und was Miesmuscheln beeinträchtigt, hat dann im Umkehrschluss Auswirkungen auf alle anderen Arten, die dort leben. Und als Filtrierer frisst die Miesmuschel zwangsläufig und auch bewiesenermaßen Mikroplastik. Der Plan ist jetzt, junge Miesmuscheln regelmäßig bestimmten Konzentrationen von Mikroplastik auszusetzen. Ich wollte vor allem messen, wie es dem Tier allgemein geht. Ohne jetzt zu wissen, warum das Mikroplastik diesen Parameter verändert, ist der Parameter verändert. Zum Beispiel Wachstum. Wächst die Muschel nicht mehr so gut. Oder den Body Condition Index, das ist das Verhältnis von dem Weichkörper zur Schale. Ist die Muschel dünn und abgemagert, weil sie wenig frisst oder schlechtes Futter frisst, weil Mikroplastik mit dazu gemischt ist, steht sie gut im Futter, sozusagen. Ich habe mir das Immunsystem angeschaut und Muscheln produzieren Byssusfäden. Das sind Proteinfäden, verstärkt mit Eisenionen, die sie benutzen, um sich festzuhalten am Substrat oder auch aneinander. Und dadurch bilden sich diese Muschelbänke, die man auch kaum auseinander bekommt, weil diese Fäden wirklich sehr stark sind. Das hat so einen Klebepunkt, da ist es fest, das ist der Plug und dann geht von da aus ein Faden ab, der ins Tier hineingeht und da hängen die alle fest. Zum Beispiel, wenn viele Räuber in der Nähe sind, dann produzieren sie mehr von diesen Byssusfäden, um sich fester festzuhalten und nicht so leicht gefressen werden zu können. Aber in ihrem Aquarium sind ja keine Räuber. Nee, festhalten wollen sie sich trotzdem. Bisherige Studien hatten die Tiere für recht kurze Zeit unrealistisch hohen Konzentrationen von Mikroplastik ausgesetzt. Für den Größenbereich 11 bis 100 Mikrometer oder 4 bis 100 Mikrometer, das ist so der Lieblingsfressbereich von Miesmuscheln, da haben wir eigentlich gar keine Daten. Ich kenne, glaube ich, 3 Paper, die in diesem Größenbereich sich Plastik angeschaut haben. Das teilweise auf dem offenen Ozean, das ist nicht mit einer Küstenregion zu vergleichen. Und deswegen habe ich so ein kleines Monitoring angefangen, konnte aber nur eine Probe analysieren und habe dann aber trotzdem darauf diese Konzentration aufgebaut als Startpunkt. Wie fange ich an, mein Experiment zu designen? Und dann bin ich aber logarithmisch hochgegangen. Also meine höchste Konzentration war auch nicht mehr realistisch. Das war aber auch ganz bewusst so geplant, dass ich eben sehr realistisch anfange und dann mit einer sehr hohen Konzentration ende. Und dann eine schöne Skala habe. Ab wann fangen die Miesmuscheln an, darauf zu reagieren? Und ich habe das Ganze nicht ein paar Stunden gemacht, auch nicht ein paar Tage, sondern 9 Monate, um wirklich einen langen Zeitraum abzudecken. Eine Langzeitstudie dieser Art ist kein Zuckerschlecken. Also ich habe in einer Klimakammer gearbeitet. Das sind komplett gefließte, fensterlose Räume mit einer Seewasserleitung und einer Luftleitung und einem, die man temperieren kann. Meine Muscheln waren immer bei 16 Grad. Wundervolle Arbeitsbedingungen. Dann habe ich in Kiel an der Küste Miesmuscheln gesammelt und ins Labor gebracht. Und jede Muschel hat ein eigenes Aquarium bekommen. Das war aus Glas. In der Mikroplastikforschung muss man immer ein bisschen gucken, dass man nicht so viel Plastik verwendet, damit man seine Effekte nicht verfälscht, dadurch, dass einfach ein Großteil im Labor aus Plastik besteht. Das heißt, ich musste alles auf Glas umstellen, also alles, was ging. Also wir verwenden schon auch viele Aquarien aus Plastik, weil sie eben praktisch und leicht sind. Glas ist auch schwer, teuer, geht kaputt, Plastik nicht. Ich habe Glasaquarien verwendet, 300 Stück, jede Muschel hat ein eigenes Aquarium bekommen und ich hatte 5 Konzentrationen an Plastik, eine gewisse Replikatzahl pro Konzentration. Und dann haben die Muscheln jeden Tag 2-mal was zu fressen bekommen und 1-mal pro Woche zusätzlich noch eine Plastikdosis. Frau Hamm hatte also 300 Gläser, jeweils mit einer Muschel. Und jede Muschel bekam jeden Tag 2-mal Futter. Und 1-mal pro Woche wurden die Tiere mit Mikroplastik gefüttert. Auch das sollte realistisch sein, da alle Messungen in der Natur große Schwankungen in den Konzentrationen von Mikroplastik zu unterschiedlichen Zeitpunkten anzeigten. Das Futter besteht aus Mikroalgen, die am Geomar eigens für solche Versuche gezüchtet werden. Nun ist das ja ein größeres Versuchssystem. Gibt es da eine Art Automatik, die das Füttern übernimmt? Ja, das war ein großes System. gilt Pipette als automatisch?
Ja, das war anstrengend. Das ist mit sehr viel Arbeit verbunden, so ein Experiment am Laufen zu halten. Deswegen, also nach dem Experiment war mir auch klar, warum alle Leute maximal in der Regel 2 bis 3 Wochen machen. Mann, da bin ich schon froh, dass es bei uns immer Angestellte gab, die die Tierfütterung übernommen haben. Da kommt man doch sicher mal in ein Tief und will einfach alles hinschmeißen. Nee, ich glaube, ich bin sehr leidensfähig. Also ich hatte eine 3-monatige Akklimationsphase, also ich habe das 12 Monate gemacht, auch am Wochenende. Und ich hatte aber Hiwis, also ich hatte Helfer und ich hatte auch immer wieder mal einen Praktikanten, der mir das teilweise abgenommen hat. Und zu diesem großen Aufwand kamen dann noch die Messungen. Um das Wachstum der Muscheln zu messen, hat sie die Schalenlänge mit einem einfachen Messschieber gemessen. Den Body Condition Index zu messen, ist schon noch etwas komplizierter. Da muss man die Tiere opfern, deswegen habe ich mit sehr vielen angefangen, damit ich alle paar Monate Tiere aus dem Experiment nehmen kann. Man nimmt den Weichkörper aus der Schale raus, trocknet den und vergleicht das Trockengewicht von dem Weichkörper mit der Schalenlänge. Bei den Filtrationsraten gibt man der Muschel Futter und nimmt so alle 15 Minuten eine Wasserprobe und zählt, wie viele Algen noch drin sind. Darüber weiß man dann, wie viele Milliliter sie gefiltert haben. Und um zu messen, ob die Muscheln eine normale Anzahl an Klebefäden produzieren, hat sie 24 Stunden, nachdem sie die Muscheln für die Messung herausgenommen und wieder zurückgebracht hatte, die Klebepunkte der Fäden an der Wand des Aquariums gezählt. 9 Monate lang hat Frau Hamm mit Hilfe von HilfswissenschaftlerInnen und PraktikantInnen diese Prozedur durchgezogen. Sie hatte mehrere Gruppen an Jungtieren, die einmal die Woche mit unterschiedlichen Konzentrationen von Mikroplastik konfrontiert wurden. Eine davon bekam überhaupt kein Mikroplastik. Deren Messungen konnte sie dann zur Kontrolle mit den anderen Gruppen vergleichen. So wusste sie, dass die Aufzuchtbedingungen gut waren. Die Tiere sind hervorragend gewachsen. Nach den ersten 6 Wochen kam die mit Spannung erwartete erste Messung. Und als sie die Daten verglich, fand sie nicht viel Unterschied. Und dann hat sie nach weiteren 6 Wochen wieder alles gemessen und kein Unterschied. Richtig. Dritte Messung? Wieder nichts. Richtig. Und so ging es noch einige Monate weiter. War das nicht sehr frustrierend? Ja, sehr. Aber dann hat sich doch ein bisschen was getan. Erst gegen Ende. Also wirklich so Richtung 8 Monaten, 9 Monaten sind die Bystrosfäden runtergegangen und die Filtrationsrate, also die Fressleistung, hat eine sehr interessante Wandlung gemacht. Die haben erst verglichen mit der Kontrolle am Anfang mehr gefressen, wahrscheinlich um zu kompensieren, dass nicht nur gute Nahrung im Wasser ist, also nicht nur essbare Partikel, sondern auch noch andere. Und sind dann über die Zeit immer verglichen mit der Kontrolle runtergegangen und haben am Ende etwas weniger filtriert als die Kontrolle. Es war nicht signifikant, aber der Trend war sehr eindeutig zu sehen. So viel Arbeit und dann keine Effekte. Jetzt könnte man glauben, die Arbeit sei umsonst gewesen. Aber das war sie natürlich nicht. Die Frage war ja, ob die Miesmuscheln grundsätzlich unter Mikroplastik in der Ostsee leiden. Der Aufwand war notwendig, um realistisch nachzubilden, wie viel Mikroplastik die Tiere in der Umwelt abbekommen. Die Haupterkenntnis aus ihren Versuchen ist also, dass selbst die eher empfindlichen Jungtiere mit dem Mikroplastik allein ganz gut klarkommen. Wenn es denen damit super geht, super für die Muscheln in der freien Wildbahn, dass Mikroplastik nicht so dramatisch ist für viele Muscheln, wie man sonst gerne annehmen möchte. Und auch die Gutachter ihres Fachartikels sahen das so. Die haben die Arbeit gleich im ersten Durchgang mit nur ein paar Änderungswünschen akzeptiert. Das ist nicht immer der Fall. Die Arbeit gibt darüber hinaus noch einen wichtigen Hinweis. Mikroplastik könnte nämlich trotz allem noch zum Problem werden, wenn weitere Faktoren dazukommen. Also ich habe auch noch das Immunsystem gemessen und es war, finde ich, sehr schön zu sehen, dass die Muschel das Plastik auf jeden Fall als Fremdkörper wahrnimmt. Mein Teil, den ich gemessen habe, war runterreguliert, was wahrscheinlich dafür spricht, dass ein anderer hochreguliert ist. Dass das Immunsystem auf das Plastik reagiert, bedeutet einen gewissen physiologischen Stress für die Muschel. Auch wenn der sie scheinbar nicht besonders beeinträchtigt. Jedenfalls nicht unter den kontrollierten Bedingungen im Labor. In der freien Wildbahn kommen aber zusätzliche Stressfaktoren hinzu, zum Beispiel durch die Klimakrise. Da ist nachgewiesen, dass sie gestresst ist, weil die Hitzewellen nehmen zu. Die Maximaltemperaturen werden höher und die Länge von Hitzewellen hinzu. Und wenn sie dann zusätzlich Plastik noch sieht,
dann kann es sein, dass einfach dieser Tipping Point oder dieser Point of No Return für die Muschel früher kommt. Eine andere Gefahr für die Muscheln geht von der Überdüngung aus. Düngemittel, die in die Ostsee gelangen, tragen zu sogenannten Algenblüten bei. Die Algen vermehren sich dann in großen Mengen. Nachts, wenn sie keine Photosynthese betreiben können, verbrauchen die Algen den Sauerstoff im Wasser. So entstehen sauerstofffreie Zonen. Die sich dort befindenden Tiere ersticken. Indirekt betrifft das auch die Kieler Förde von Zeit zu Zeit. Und wenn der Wind manchmal steht und es sind große Stürme, dann bringen die aus ein bisschen tieferen Regionen sauerstofffreies Wasser, drücken die in die Förde rein. Und dann ist für ein paar Stunden die ganze Förde sauerstofffrei. Und dann stirbt alles. Also überall tote Fische, tote Seesterne. Das ist nicht schön. Je mehr solche toten Zonen sich in der Ostsee befinden, desto häufiger und intensiver werden diese Ereignisse. Eine andere Frage, die sich aufdrängt, ist, ob die Ergebnisse denn auch für andere ähnliche Arten bedeuten, dass sie vom Mikroplastik selbst vielleicht nicht so sehr betroffen sind. Austern sind auch noch Muscheln, die sehr häufig beforscht sind, weil sie auch eine sehr wichtige Nahrungsquelle sind. Und die reagieren zum Beispiel schon anders. Obwohl sie beides Filterfeeder sind, beides Muscheln, sehr ähnliches Habitat in der Nordsee. Und in der Nordsee konkurrieren Austern mit Miesmuscheln. Sie bilden auch Bänke. Und sie reagieren aber zum Beispiel anders. Also Miesmuscheln können bis zu einem gewissen Grad auch Plastik sortieren, also nicht Essbares wieder rausschmeißen, bevor sie es runterschlucken. Und das funktioniert bei Austern zum Beispiel nicht so gut. Die Ergebnisse von der Miesmuschel lassen sich also nicht so einfach auf andere Tiere übertragen. Aber sie zeigen, dass nicht alle Tiere automatisch am Mikroplastik selbst leiden müssen. Von den vielen Arten, die man für diese Studie hätte wählen können, ist die Miesmuschel als eine besonders weit verbreitete Art ein wichtiger Eckpfeiler, um ein realistisches Bild der Bedrohung zu bekommen. Für ein Gesamtbild fehlt es noch an weiteren Studien an anderen Arten und auch unter anderen Bedingungen. Mit dem Interesse am Mikroplastik wächst aber auch die Zahl der Forschenden und das bereitgestellte Budget. Das Feld wächst und viele solcher Studien werden durchgeführt. Und es steht ja durchaus auch schon für einige Arten fest, dass sie am Plastikmüll leiden. Manche davon ergreifen die Herzen der Menschen vielleicht auch eher, als die Miesmuscheln das können. Also Helgoland ist da ein sehr berühmtes und sehr bekanntes Beispiel. Sie haben eine riesige Kolonie an Basstölpeln und Lummen und die bauen ganz viel Plastik in ihre Nester ein. Und viele von den Küken erhängen sich an dem Plastik. Das ist wahrscheinlich jetzt für den Umweltschutz eine einfacher zu transportierende Nachricht. Thea Hamm wünscht sich natürlich, dass man etwas gegen das Plastik tut. Gleichzeitig warnt sie aber auch vor undurchdachten Aktionismus. Ich finde es total spannend und auch gut, dass das ein Thema ist, das so viel Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt mittlerweile sehr viele Projekte, die versuchen, Plastik aus dem Ozean zu holen. Ich glaube, das bekannteste ist wahrscheinlich The Ocean Cleanup von dem Niederländer. Er hat damals für Furore gesorgt, weil er sehr jung war und innerhalb von wenigen Wochen über Crowdfunding mehrere hunderttausend, vielleicht sogar eine Million eingeworben hat. Und es ist eine unglaublich technische Lösung, die nicht funktionieren kann. Also Plastik aus dem offenen Ozean zu extrahieren, ist Quatsch. Das macht Sinn an Flussmündungen, das macht Sinn an Hafen oder in Buchten, aber es macht keinen Sinn auf dem offenen Ozean. Ja, viel Plastik schwimmt oben, aber irgendwann sinkt fast alles Plastik, weil es bewachsen wird und schwerer wird und zerfällt und kleiner wird. Das heißt, was diese Aufräumprojekte machen, ist, die Oberfläche so ein bisschen abzusammeln. Das ist ein eigenes Ökosystem, die Wasseroberfläche, die mit abgesammelt wird. Die Tiefsee aufzuräumen, halte ich für keine gute Idee. Es ist unglaublich fragil, technisch unglaublich aufwendig. Und es suggeriert, dass wir einfach so weitermachen können wie vorher und wir räumen dann halt hinter uns wieder auf. Wenn man das vielleicht sich in einem anderen Bild mal vorstellt, wenn man eine Badewanne hat und die läuft über, dann würde man wahrscheinlich nicht anfangen, mit einem Teelöffel das Wasser in den Eimer zu schöpfen, sondern der erste Reflex wäre wahrscheinlich, den Wasserhahn zuzudrehen. Das müssen wir mit dem Plastik machen. Wir müssen darauf achten, dass es nicht mehr in den Ozean gelangt. Und ist halt nicht unbedingt technisch, sondern halt
vor allem viel mit Gesellschaft zu tun und mit Müllmanagement. Deutschland hat ein sehr gutes Müllmanagementsystem. In Deutschland geht nicht viel Müll darüber in den Ozean. Aber wir exportieren Müll, vor allem nach Malaysia. Malaysia ist auch ein Land, das nicht so gute Müllmanagementsysteme besitzt. Und gerade bei Ländern mit viel Küstenlinie landet es dann auch im Meer. Und damit haben wir das Problem exportiert, aber nicht gelöst. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Inzwischen ist Frau Hamm in einem anderen Projekt am Geomar beschäftigt, bei dem es um die Verteilung von Plastik im Ozean geht. Außerdem ist sie kurz davor, ihre Dissertation einzureichen und wird wohl noch dieses Jahr ihre Arbeit verteidigen. Am Anfang war sie in die Forschung gegangen, weil sie dachte, dass die Menschen bessere Entscheidungen für den Schutz der Umwelt treffen würden, wenn sie nur genug darüber wissen. Inzwischen hat sie ihre Meinung jedoch geändert. Sie plant darum, auf lange Sicht nicht in der Forschung zu bleiben, sondern sich direkt im Umweltschutz zu engagieren. Sie zitiert im Gespräch den Umweltrechtsanwalt und US-Berater in Sachen Klimawandel, Gus Speth, der übersetzt sagte: Früher habe ich geglaubt, die größten Umweltprobleme seien der Verlust von Artenvielfalt, der Kollaps des Ökosystems und der Klimawandel. Ich dachte, dass man mit 30 Jahren guter Naturwissenschaft diese Probleme angehen könnte. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Selbstsucht, Gier und Teilnahmslosigkeit. Und um die anzugehen, brauchen wir eine kulturelle und spirituelle Transformation. Und wir Wissenschaftler können das nicht erreichen. Also was ich merkwürdig fand, ist, dass es jetzt alles immer so ein bisschen klang, als hätte das, wäre das viel Aufwand gewesen und wenig wäre dabei rausgekommen. Was ich gar nicht so empfinde, weil ich eigentlich sagen muss, dass auch schon die Leistung, das alles abzufragen und das und damit ein genaues Bild dieser Situation zu zeichnen, ja wahnsinnig gut ist. Forschung muss nicht immer die Hypothese erfüllen, Forschung muss vor allen Dingen die Daten liefern, auf denen wir die nächsten Fragen formulieren können, damit wir das System umso besser verstehen. Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt bei der Story, finde ich auch. Dass es nämlich bei der Wissenschaft jetzt nicht immer darum geht, möglichst große Effekte zu zeigen. Manchmal muss man auch einfach erstmal gucken, gibt es überhaupt Effekte? Also auch kleine Effekte. Und in diesem Fall sind die Effekte eben auch sehr klein gewesen. Aber die wissen auch, also Frau Hamm und der Rest des Fachgebiets, die wissen natürlich auch, ne? Also sie haben ja nur eine Art angeschaut und sie haben wirklich ganz isoliert nur auf das Mikroplastik geguckt. Also es ist ein wichtiger Baustein von einem sehr großen Gebäude, das da noch zusammengebaut werden muss, um wirklich zu verstehen, wie Plastik sich jetzt genau auf die Tiere im Großen und Ganzen auswirkt. Das natürlich nicht weiß, dass wir nicht schon wissen, dass Plastik scheiße ist für die Tiere. Das steht definitiv schon fest. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass dieses Ocean Cleanup-Ding nicht funktioniert. Ich hatte damit gerechnet, dass das ja vielleicht einen kleinen, aber doch entscheidenden Anteil liefern könnte. Ja, ich hatte sogar relativ früh schon gehört, dass die Ozeanforscher das eher skeptisch gesehen haben. Und ich meine, die Gründe dazu hat sie auch genannt. Und was jetzt in dem Ausschnitt nicht gewesen ist, war, dass der Gründer inzwischen wohl auch die Strategie geändert hat und sich mit seinem Cleanup mehr auf Flüsse konzentrieren will. Ich glaube, das heißt jetzt auch anders, River Cleanup oder so. Ich kann mal den Link in die Shownotes packen. Jetzt säubert er die Zuflüsse ins Meer, oder wie? Genau. Das macht wohl auch sehr viel mehr Sinn. Was sie uns im Gespräch dann nachher noch gesagt hat, dass sie total begeistert ist von Beach Cleanups. Also das ist, wenn die Leute wirklich zum Strand gehen und mit der Hand Plastik aufpicken, also aufsammeln. Weil anscheinend über 17% des Plastiks, das im Meer landet, irgendwann am Strand angeschwemmt wird. Und wenn man das dann schnell genug da wegpickt, dann kann es nicht mehr in Mikroplastik zerfallen und wieder ins Meer zurückgeschwemmt werden, sondern man kann es dann wieder in Mülldeponien sicher verwahren. Das ist wohl tatsächlich etwas, wenn genug Menschen sich da einbringen, dass es dann auch was herbringen kann. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Thea Hamm, Forscherin am Geomar-Helmholtz-Institut für Ozeanforschung in Kiel. Ihre Arbeit wurde finanziert vom Geomar und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann solltet ihr ernsthaft überlegen, den Podcast zu abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcatchern zu finden, außerdem auf Spotify und auf YouTube. Und vergesst uns nicht zu sagen, welche Meldung ihr am spannendsten fandet. Vielen Dank fürs Zuhören, habt noch einen schönen Tag. Tschö. Tschüss.